Hallo und herzlich willkommen zur 218. Ausgabe der satanischen Medienagenda, die 38. und letzte Ausgabe von Christopher Lee. Und jetzt haben wir nämlich genau dann da das Finale endlich erreicht, nach 38 Sendungen, unglaublich. Und es werden auch jetzt wirklich das letzte Maß jetzt hier vollgemacht werden. Und ich habe jetzt auch keine Lust mehr, aber das, was jetzt kommt, ist, glaube ich, doch recht interessant. Und dazu begrüße ich jetzt natürlich meinen christlichen Bruder, den Jörg. Moin, moin. Also, ja. 38. Sendung von Christopher Lee. Ich muss ja mal ganz ehrlich ein Ding dazu sagen. Manche Sendungen sind ja gelaufen, unter seinem Namen zwar, aber nur, weil er irgendeine Verbindung mit irgendetwas hatte, was dann wieder so viel andere Verbindungen hatte, was so interessant war. Also, im Grunde könnte man ja auch sagen, die ganze Medienagenda ist von Anfang an Christopher Lee, weil er hat ja sogar Amanda Lear getroffen oder war damit irgendwie zusammen. Ne? Das weiß ich gar nicht, ob der Amanda Lear getroffen hat. Also jetzt kommst du ja schon wieder auf Ideen. Ich will damit nur sagen, du weitest diese Sendung oftmals so aus, weil er sagt irgendwo einen Satz oder hat irgendwo in einem Interview das und das gesagt und dann gehst du in die Person oder den Vorfall dann wieder so rein und baust dann eine ganze Sendung drum auf, was dann im Grunde vordergründig mit Christopher Lee gar nichts zu tun hat. Wenn man das so weitermacht, dann könnte man diese Sendung unendlich lange ausspannen, aber das ist ja gerade das Interessante dabei, dieser Tiefgang und diese erweiterten Gedanken, die dazukommen. Und wenn man das dann ein bisschen ausarbeitet, ich hätte jetzt fast ausspinnt gesagt, aber du spinnst ja nicht, du arbeitest das aus, dann ergibt sich nachher ein Gesamtbild, das jetzt, glaube ich, mit einem wunderbaren Thema hier, auch wenn es dann unter dem Namen Christopher Lee ist, 218. Sendung, 38. Sendung über ihn, abgeschlossen wird. Herr der Ringe, eine Sache, wo ich überhaupt nichts zu sagen kann, weil ich kenne da nichts, gar nichts, null, zero von. Ich bin unglaublich gespannt und trotz später Zeit, fortgeschrittener Zeit heute Abend, sitze ich sehr gespannt am Computer und probiere richtig zu scrollen, dass ich dir dein Skript nicht vermassel, Michael, und ich freue mich drauf, dir zuhören zu dürfen. Der Herr Christopher Lee, der hat ja einiges gemacht in seinem Leben. Ne? Wir wissen ja, ne, Krieg und Geheimdienst und Schauspielkarriere, sogar Musik gemacht und immer auf der negativen Seite. Und der hat angeblich den Herrn J.R.R. Tolkien sogar persönlich getroffen. Der ist derjenige, der das epische Werk Der Herr der Ringe geschrieben hat, also ein Schriftsteller. In diesem Film hat der Christopher Lee, ach, guck mal, hat er nicht eine Uniform an? In diesem Film hat ja Christopher Lee den Zauberer oder bösen Zauberer Saruman gespielt. Und nur wenige haben realisiert, wie gut er dann für diese Rolle geeignet war. Ne? Aber ich denke, wir wissen ja nach 37 Sendungen, wie gut der geeignet war als böser Zauberer. Und Saruman könnte heißen, eine Abkürzung für Satan rules mankind. Satan beherrscht die Menschheit. Ist nur meine Interpretation. Da kann jeder eine andere haben, ob das ein Fantasiename ist oder ob es eventuell eine Abkürzung ist. Christopher Lee ist der Einzige, der in der Lord of the Rings, also Herr der Ringe-Crew, den Herrn Tolkien persönlich getroffen hat. Und er ist wahrscheinlich die einzige Person im sogenannten Entertainment-Business, der eben dann den Autor in seiner Hochzeit getroffen hat. Er war sehr jung, also der hat ganz viele Leute getroffen. Ne? Und als er diesen Autor in einer Kneipe getroffen hat, also das soll man jetzt einmal so glauben, ne? Er war ein bisschen schockiert über die Präsenz seines Helden und er sagte dann nur, wie geht's Ihnen? Und er war so ein Fan von dieser Geschichte von dem Herrn Tolkien, dass er den späteren Regisseur Peter Jackson ein Bild von ihm, wo er dann als Zauberer verkleidet war, dann auch während der Dreharbeiten, während der Probearbeiten, dann halt Probeaufnahmen dann eben dann auch gegeben hat. Und das war nur ein Teil Witz, denn er hat also lange den guten Zauberer Gandalf spielen wollen, aber irgendwie wird er immer als Böse dann besetzt. Ne? Der Herr Lee hat schon ein Pech. Ja, aber vielleicht ist es auch so, dass ihm sein Ruf irgendwie voraneilt, ne? Anscheinend. Ja, was hat es denn jetzt überhaupt mit diesem Film hier auf sich, der Herr der Ringe, in aller Munde und ja, jeder weiß es von Tolkien, jeder weiß, der und der hat da mitgespielt und ja, und Legolas und der und der König heißt Aragorn, ist alles kein Zufall, ne? Aragorn kommt, er hat etwas mit Spanien zu tun. Spanien ist das erstkatholischste Land. Auf der nächsten Seite
wird gesagt, dass Saruman der Weiße eine fiktive Figur ist aus J.R.R.'s Fantasy-Roman Der Herr der Ringe, der Anführer der Ishtari. Haha, da kommen wir gleich zu. Die Zauberer, die vom gottähnlichen Valar in menschlicher Form nach Mittelerde geschickt werden, um Sauron, den Hauptgegner des Romans, herauszufordern. Naja. Saruman ist eine von mehreren Figuren in dem Buch, die die Korruption der Macht veranschaulichen. Sein Wunsch nach Wissen und Ordnung führt zu seinem Fall. Wissen und Ordnung, das erinnert mich so ein bisschen an Dr. Faustus bei Goethe. Und er lehnt die Möglichkeit der Erlösung ab, wenn sie angeboten wird. Der Name Saruman bedeutet angeblich der Mann der Geschicklichkeit oder sehr gerissen. Aha. Also der Trickser. Der Trickser. Ja, gut. Dann mal weiter bis auf der nächsten Seite mit dem ersten Bild. Das ist Christopher Lee als böser Zauberer Saruman. So sieht er da aus in dem Film. Und wir wollen jetzt den Film gar nicht sezieren bis ins Unendliche, darum geht es gar nicht. Geht dann einfach darum zu sagen, dieser Mensch ist dann wirklich da als böse und als mächtig da dargestellt. Er ist letzten Endes, wenn wir so wollen, die rechte Hand von Sauron. Und Sauron ist nichts anderes als das allsehende Auge. Habe ich jetzt hier nicht reingeklebt, weil eigentlich so fast jeder, außer natürlich Jörg, diesen Film und diese Symbolik kennt. Okay? Na dann, gehen wir mal zu der nächsten Geschichte und Auffälligkeit. Da kommt ein weißes Pferd. Das ist nicht von Laid Back mit White Horse. If you wanna ride, don't ride the White Horse. Hat jetzt auch erstmal nicht so viel mit Drogen zu tun. Abgesehen davon, dass dieses eben, das weiße Pferd von dem weißen Zauberers Gandalf in dem Film, dessen Untersatz ist. Ne? Also quasi das Auto von dem guten Zauberer. Und es gibt so viele biblische Referenzen hier, dass es so auffällig ist, wie beispielsweise jetzt hier plötzlich morgens dann das Licht des Gandalfs, der dann Hilfe geholt hat zu der Bedrängnis des Königs, der dann da sitzt in der Schlacht und der belagert wurde von den ganz bösen Orks, ne? Also von den ganz bösen Viechern von Satan, plötzlich kommt dann Licht da rein. Und wer erscheint auf dem nächsten Bild? Das ist der gute Zauberer Gandalf, der dann Rettung bringt. Natürlich wann? Im Morgengrauen. Und da kommt jetzt hier natürlich genau die Offenbarung zustande. Und jetzt habe ich hier vergessen, das Kapitel einzukleben. Das ist mir im Englischen auch schon passiert. Und da steht genau dran. Und ich sah die Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd. Und derjenige, der auf ihm saß, wurde genannt der Treue. Ja? Also im Endeffekt porträtiert der gute Zauberer hier, Gandalf, auf dem weißen Pferd, ja, der porträtiert hier den Erlöser. Weiß steht für Reinheit, Weiß steht für Geist und er ist quasi jetzt hier, wenn wir so wollen, wie in der Offenbarung des Johannes, eigentlich Jesus Christus. Das heißt, wenn der gute Zauberer aber im Herr der Ringe Jesus Christus ist, dann gibt es auch einen Gegenpart. Das ist Offenbarung 19 übrigens. Ja, ja. Interessant. Ja. Und was passiert jetzt? Ja, das Pferd, ne, das reckt sich wie so ein Caballino Rampante von Ferrari zum Beispiel. Ne? Und es gibt ja zwei Automarken, die mit Sportwagen zu tun haben, also Leute, die keine Zeit haben, genau wie Satan. Ja, das ist einmal Ferrari, was ich jetzt kenne aus dem Kopf, und einmal Porsche. Die haben beide so ein Pferd im Wappen. Ne? Aber nur mal so dazu, das ist jetzt einfach nur eine Hintergrundinformation und überhaupt nicht wichtig. So, und dann steht er jetzt hier, der gute Zauberer Gandalf, der im Endeffekt gegen Saruman, den bösen Zauberer, spielt. Und der steht jetzt hier mit seinem Stab komplett in Weiß, also weißer geht gar nicht, Bart, Haare, alles ist weiß, wahrscheinlich noch die Unterwäsche, alles ist weiß an ihm, das weiße Pferd, das ganze Licht im Hintergrund und so weiter. Und er bringt jetzt die Erleuchtung, er bringt jetzt das Licht, das Jesus Christus ja eigentlich ist, und jetzt geht's los, jetzt mäht er die ganzen bösen Wichte nieder. Ja? Dann kommt nämlich da seine Verstärkung, sein König, der dann da kommt mit dem Aufgebot und dann hat er eben Verstärkung mitgebracht, der weiße Zauberer. Das ist dann quasi, wenn wir so wollen, Jesus Christus und sein Heer. Oder meinetwegen sieht man ihn als Erzengel. Mir jetzt relativ wurscht, aber worum es jetzt geht, ist, das spielt bei Morgengrauen, da kommt also das Licht in die Welt, nach der Dunkelheit kommt eben das Licht in die Welt und das wird von dem Schauspieler jetzt hier, Ian McKellen, repräsentiert, das ist Gandalf, der sogenannte gute Zauberer, der Ishtari, ist klar. So, und der hat eben dann da die Macht, das Licht zu bringen, wie man dann sieht. Und dieses Heer, was da nur darauf wartet, um alles zu versklaven und zu knechten und so weiter, eben dann da niedermetzeln soll von oben. Ja? Also alles Gute kommt jetzt hier in dem Moment von Gandalf und natürlich auch von oben im nächsten Bild.
Und das zeigt uns natürlich jetzt auch, dass er derjenige ist, der jetzt hier das Schwert bringt quasi, aber er hat das kein Schwert, er hat einen Stab, also ne, Hirtenstab zum Beispiel, ne, hat er ja so einen Hirtenstab dann da. Und das steht dann eben dann drauf. Und die Übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, dass aus seinem Mund hervorgeht. Der hat ja den Mund auch offen und alle Vögel sättigen sich von ihrem Fleisch. Entschuldigung, Jörg, ich wollte jetzt nicht den Job streitig machen, aber du musst eine ganze Menge scrollen jetzt gleich. So, und dann kommt er von oben nach unten. Er kommt natürlich von einem Berg, ist ja klar, ist ja Gott, ne? Ist ja ein Berg. So, und mäht dann da jetzt alles nieder, was sich in ihnen im Weg steht. Und die anderen sind also total geblendet, können mit dem Licht überhaupt nicht umgehen, weil sie ja in der Finsternis sind. Und das ist natürlich jetzt alles hier totaler Schmuh, weil das ist alles nur digital reinkopiert. Ne? Das heißt, diese Tausenden von Leuten, die sind eben da gar nicht vorhanden. Okay? So, und so viel mal eben zu Jesus Christus als Gandalf. Jetzt kommt Folgendes. Bei dem Kampf um Minas Tirith, da tauchen plötzlich flugähnliche Viecher auf. Ich würde sagen, das sieht aus wie ein Drache. Okay? Was passiert dann? Dann passiert Folgendes. Der Drache baut sich vor Gandalf auf. Gandalf sitzt da auf seinem weißen Pferd, irgendwo in der Burgruine, sozusagen, der Kampf ist im vollen Gange. Er baut sich dann da auf vor dem Gandalf. Der Gandalf ist so nett, der hat ja Nächstenliebe im Gepäck, wahrsten Sinne des Wortes. Der hat dann, ich weiß jetzt nicht, wer das jetzt ist, ich komme mit dem ganzen Namen nicht, der hat also auf jeden Fall irgendeinen Hobbit da hinten drauf. Ne? Und der andere, der da jetzt hier so ganz fies auf diesen Drachen da reitet, ja, das ist der sogenannte Hexenkönig. Also ein König, okay? So, und interessanterweise ist er jetzt hier nicht nur der Hexenkönig, sondern auch derjenige, der den Drachen reitet. Hm? Also wir sehen schon, der Gandalf reitet ein Pferd, also ganz lieb, ganz nett, ist ein Fluchttier. Ne? Ein Pferd ist kein Tier aggressiv, in der Regel, ein Pferd ist ein Fluchttier. Ein Drache aber ist ein Fleischfresser, also jetzt in der Regel zum Beispiel. Ne? Pferd ist ja ein Pflanzenfresser. Ein Drache ist aggressiv, sehen wir ja schon, großes Fieber durch die und so weiter und so fort. Was passiert jetzt? Ja, jetzt pass mal auf, was jetzt passiert. Ich fand das eine super interessante Szene. Ja? Er ergreift sein Folgeschwert. Man sieht also nur, also man sieht nichts. Ne? Also der Mann hat kein Gesicht, trägt eine riesen Haube mit Zacken, Stacheln dran und ergreift das Schwert und das ganze Schwert ist ein Folgeschwert und das sieht also extrem bedrohlich und überhaupt aus. Ne? Und was passiert jetzt? Ja, jetzt bewirkt dieses Schwert, das in der Richtung von Gandalf gehalten, ihm der Stab komplett entgleitet und zerbricht. Das heißt also zu Deutsch, seine Kraft schwindet. Ja, seine Kraft wird ihm genommen. Ja, und in der Bibel ist ja auch ein Stock beispielsweise jetzt hier als Machtinstrument dann auch bezeichnet. Ne? Gibt ja auch noch viele andere Geschichten, wie ein Hirtenstab und solche ganzen Geschichten. Ne? Ist also schon interessant, dass also jetzt diese Geschichte jetzt hier zwischen hell und dunkel, zwischen weiß und schwarz auch jetzt benannt ist in dem Herr der Ringe. Ne? Angeblich ist das eben der Hexenkönig von Angmar oder der Fürst der Nazgûl, der Mächtigste. Ne? Also die absolute Macht über die Dunkelheit sozusagen hat. Ne? Naja, und die Befehlsgewalt über die Neuen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ja, und der Gandalf hat also jetzt also da völlig überrascht sozusagen von der Attacke. Ja. Und der ist der Hexenkönig und auch der Tod genannt. Ne? Und der Tod ist natürlich klar, ist eine Allegorie für Satan. Wenn jetzt also Gandalf der Gute ist, wer ist dann der andere? Dann kann es ja letzten Endes nur eine Verkörperung von Satan sein. Ja, und da sehen wir jetzt mal die Größenverhältnisse und wir sehen jetzt auch noch Folgendes dann da, dass jetzt hier der Gandalf am Boden liegt und quasi, wenn man so wollen, schon besiegt ist und dann kommt eben dann der Riesendrache und alle haben Angst und so weiter und so fort. Was nichts anderes heißt, als, dass in diesem Film der Herr der Ringe das Böse triumphiert. Auch wenn zum Schluss der Ring vernichtet wird, in dem Feuersee natürlich, wo sonst, ja, ist das halt alles jetzt hier eine Geschichte mit einem weißen Pferd, mit dem Drachen. Ja, es geht sich hier um einen Teil der Offenbarung, für mich ganz, ganz eindeutig. Aber für mich ist eindeutig, dass es hier eindeutig gegen das Gute geht, gegen das Licht geht und gegen Jesus Christus geht. Weil ja hier anscheinend dieser Hexenkönig oder der Tod oder wie auch immer dann da auf dem Drachen, der Drache ja denjenigen besiegt, der auf dem weißen Pferd sitzt. Ist ja nun nicht wirklich jetzt nicht weit hergeholt. Und in der Bibel, da habe ich jetzt hier mal zusammengetragen, wo halt immer hier der Drache benannt wird, das ist immer negativ. Ja? Der fliegende Drache zum Beispiel.
Nee, nicht unendliche Geschichte, ist aber dann auch, Nebukadnezar, der König von Babel, hat mich verschlungen wie ein Drache. Es ist egal, da kommen jetzt hier 10 Verse über die Bibel, die wir nicht alle lesen müssen. Nur mal zum Beispiel, hier entstand ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpfen gegen den Drachen. Ja, der Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan. Also ist Drache eine Allegorie für Satan. Und derjenige, der auf dem Drachen sitzt, der dient, der ist im Auftrag von Satan unterwegs, sagen wir mal so. Satan bringt ihn dann dahin, wo er dann kämpfen soll. Ja, ganz easy, Herr der Ringe. Also geht es gegen die Bibel, gegen Jesus Christus, Herr der Ringe. Jesus Christus wird natürlich nirgendwo benannt, ne? Ja, ich bin ein Bruder der Drachen und in der Kompanie und in der Gesellschaft von Eulen. Herzlichen Glückwunsch. In Hiob. Mhm. Ja, aber diejenigen, die natürlich in der Regel Herr der Ringe sehen, die sehen natürlich da nicht die Verbindung. Ne? Hier Jesaja 34, 13, den Vers hatten wir genau bei Peter Gabriel, Sendung 66, die Fenster werden geöffnet, wo er seinen Rockpalast-Auftritt hatte und sein vermutlich freimaurerisches Ritual gemacht hat, indem er da die Himmelsleiter entklomm. Ne? Ja, und Rockpalast, Palast, ne? Hier, ne? Nettles and Brambles in the Fortress in the Palaces. Ne? Eine Behausung von Drachen und für Eulen, ne? Alles toll, Palast, ja, wenn Palast ist, da muss natürlich irgendjemand ein König sein. Also treten natürlich im Rockpalast die Könige auf, logisch. Ja, geht mal weiter. Jetzt, das waren die biblischen Referenzen jetzt hier. Gehen noch gleich weiter. Nachher gesagt, der Jörg, der muss jetzt sich ein bisschen da warm scrollen. Ich mache dasselbe mal auch hier, mit Bild vor. Das ist nämlich unglaublich, was da alles mit Drachen steht, und ich gehe schon mal weiter und lese schon mal vor. Ne? Tolkien hatte mehrere Jahre lang Der Herr der Ringe geschrieben, als Saruman als Lösung für eine lange ungelöste Handlungsentwicklung entstand. Tolkien begann 1937 mit der Arbeit an dem Buch und hat dann eben dann diese Bücher in verschiedenen Versionen dann geschrieben. Ne? Es gibt ja 3 verschiedene Teile davon. Ja, und das ist jetzt alles nicht so wichtig. Wichtig ist wieder was ganz anderes. Wichtig ist nicht das, was original jetzt hier steht. Deswegen kann Jörg ganz viel scrollen, weil mich das alles gar nicht so großartig interessiert. Das habe ich auch bei dem Brad in der englischen Lesung da richtig gescrollt, weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte auf Christopher Lee. Ja. Wichtig ist, was auf Seite Nummer 66 steht, und zwar, dass eben Saruman, also jetzt genau das, was der Christopher Lee da jetzt gespielt hat, Christopher Lee, Saruman, der Charakter, der da auf dem Bild kommt, dort unten drunter, geht es jetzt also eben weiter, ist das Oberhaupt der Istari, der erste Zauberer, der um das Jahr 1000 in Mittelerde erschien. Mhm. Nee, das steht noch unten drunter weiter. Ich könnte ja singen in der Zwischenzeit, aber ich lasse das besser. Wie gesagt, ich scroll ja nur so langsam, weil ich den Leuten die Gelegenheit geben möchte. Ja. Ich weiß das ja. Aber weißt du, das geht jetzt genau auf der nächsten Seite, geht es jetzt da los. Ne? Ja, genau. Er ist eben das Oberhaupt der Istari. Ne? Wo kommt von Istari her, ist ja wohl ganz klar. Ne? Ishtar oder Astarte. Ne? Also sind wir genau im Babylonischen und Heidnischen und überhaupt. Also von daher ist es immer dasselbe. Ne? Also auch Herr der Ringe kommt ohne diese biblische Allegorie überhaupt nicht aus. Das ist echt super interessant, finde ich. Was soll man da mal sagen? Ne? Phönizische Gottheit Astarte, davon kommt garantiert Istari. So. Es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Scroll einfach mal weiter, wir werden gleich noch etwas Veritables hören. Denn es geht sich ja darum, dass das Ding sich ja nicht selber geschrieben hat, sondern dass der Herr Tolkien das geschrieben hat. Ne? Und in Mittelerde beispielsweise gibt es auch andere fantastische Welten. Und eine davon und heißt beispielsweise Endor. Und dann fragen die Leute hier, hä? Endor? Endor heißt Mittelerde und auch George Lucas hat sich bei Tolkien da mit Endor dann bedient. Ne? Der hat nämlich geklaut, hat man gesagt. Ne? Der George Lucas hat geklaut bei Tolkien. Ne? Das heißt auch Endor. Ja, nee, das ist nicht so. Ja, das ist ungefähr andersrum. Das ist so, dass der Herr Tolkien bei der Bibel geklaut hat und nicht der Herr Lucas nur bei dem Herrn Tolkien. Also derjenige hat recht und der ist der Ursprung, der am ehesten da war. Also hier ist meine Karte von dem Land von dem Herr der Ringe. Und irgendwo mittendrin ist das Land von Endor. Ne? Gibt es ja auch noch Mordor, so wie Mörder, ne? Mordor, ne? Wo eben dann die Bösen sind. Ne? Und Endor ist jetzt eben Mittelerde, Middle-Earth. Na, gucken wir mal weiterhin. Aber was ist denn jetzt mit Endor überhaupt los? Ja, sieht ja alles ganz toll aus.
Ja, rechts unten habt ihr hier Mordor. Da kann ich gar nicht so rollen wie jetzt hier einige andere Menschen. Guck mal, in der Bibel steht was drin? Saul bei der Totenbeschwörerin in Endor. Und das war ein paar tausend Jahre vor dem Herrn Tolkien. Steht doch hier drin, ist doch ganz bekannt. Gell, Jörg? The Witch of Endor, ja, ja. Die für den Saul den Geist von dem, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, da Samuel, ja. Glaube ich. Ne? Samuel, ja, genau. Das ist auch im ersten Buch Samuel. Er will den Samuel sprechen und deswegen geht er zu der Frau, weil er mit den Toten sprechen will. Und das ist natürlich eine Nekromantie. Ne? Das ja. Versteht man, wenn man die Bibel versteht, dass hier der Saul eben eine Sünde begeht, um anstatt sich an Gott zu richten, sich hier an ein Medium, ne? Das ist es ja, satanische Medienagenda, ne? sich an ein Medium zu wenden, um mit einem Toten zu kommunizieren, wo man mit dem Toten nicht kommunizieren kann, sondern es ist immer ein Dämon, ein Teufel, der sich dafür ausgibt und die Leute in die Irre führt. Das ist hier in der Bibel im Samuel ganz gut besprochen, ja. Ja, und deswegen habe ich das jetzt hier benannt, weil wie gesagt, die Leute sagen, Endor, klar, ist Herr der Ringe. Nein, Endor ist Bibel, aber die Leute lesen nicht die Bibel, sondern die Leute lesen Herr der Ringe. Und so geht es schon wieder los. Tippst du dann Endor ein bei Google oder so, kommt Herr der Ringe oder George Lucas, Krieg der Sterne. Das ist genau dieselbe Geschichte wie bei Abba und Genesis. Deswegen will ich jetzt zum Schluss wissen, was denn Herr mit dem Herrn Tolkien los? Kann ja nur einen geben, ne? J.R.R. Tolkien and the Golden Dawn. Also, es wird hier behauptet, der Herr Tolkien hätte mit dem hermetischen Order von the Golden Dawn zu tun. Da sind wir dann bei der Magie, da sind wir bei Geheimgesellschaften. Ne? Stimmt das nicht und was stimmt davon und wo kommt der Herr Tolkien her und was hat er da gemacht mit dem Roman? Es gibt Leute, die sagen, die zwei Türme von dem Herr der Ringe, der zweite Teil, der heißt die zwei Türme, hätte irgendetwas mit einem Tempel zu tun. Ich habe ja schon mal gesagt, dass der Nord- und der Südturm von World Trade Center beispielsweise da eine Tempelanlage sein kann. Ich halte das für recht wahrscheinlich. Ja? Das ist ja auch in diesem Bild rechts im rechten Teil dann da ja auch aufgeteilt. Ne? Und man sieht ja auch den Lebensbaum der Kabbala und so weiter und so fort. Ist ja alles soweit auch legitim, da Fragen zu stellen. Aber was haben wir jetzt an Beweisen? Uns interessieren ja jetzt nicht Behauptungen, sondern Beweise. Wo kann man denn jetzt wirklich mal gucken, wo der Herr seine Ideen her hatte? Hier steht drin. Hermetic Order of the Golden Dawn, H-O-G-D. Charles Williams, war ein Freund von Lewis und Tolkien und auch Mitglied des Hermetic Order of the Golden Dawn. Er, zusammen mit Tolkien und Lewis, waren Mitglieder einer Oxford-Vereinigung, einer Lesegruppe namens The Inklings. Es ist fast sicher, dass als Lewis erschien, er seine extra-biblischen Ideen bezüglich des Heiligen Grals und anderer mittelalterlichen Mythen da eben hatte. So, und Golden Dawn ist klar, wir sind natürlich dann da bei einer Gesellschaft, die halt dem Herrn White, der dieses Rider White Tarot dann halt da gemacht hat und Aleister Crowley und wie sie alle da heißen, dann da beherbergt hat. Das heißt, wir sind also mitten im Schwarzmagischen. So, und es gibt Leute, die haben sich damit beschäftigt, auch in der normalen Zeit, beispielsweise hier Becker Tanas. Becker Tanas hat eine Sache geschrieben jetzt hier über ihn, und zwar hat er geschrieben The Back of Beyond, die roten Bücher von C.G. Jung, also ist ein Psychoanalytiker, hier der ehemalige Kollege oder Folger von Sigmund Freud, und J.R.R. Tolkien. Das heißt, jetzt wird es interessant, weil die Dame ist eigentlich eine astrologische Konsultantin. Aber heutzutage ist es so, und das ist jetzt kein großes Geheimnis, aber das führt dann großem Sturm, wenn man sagt, dass eigentlich heutzutage quasi, wenn man so will, diese Leute, die mit solchen Dingen zu tun haben, die sich mit Okkultismus beschäftigen, ganz, ganz, ganz viel Akademiker darunter sind. Das heißt, das, was wir damals schon gehört haben in New York Occult bei David Bowie, dass sich eben auch Ärzte und Gelehrte und Rechtsanwälte des Okkultismus bedienten, ist heutzutage so salonfähig geworden, dass diese Leute jetzt hier einen akademischen Grad haben, dass die PhD sind, also Doktor der Philosophie und so weiter und so fort, und dass die dann auch offiziell heutzutage buchbar sind, beispielsweise für astrologische Unterweisungen, oder ich habe andere Fälle, wo es sich also wirklich darum geht, dass also Leute dann direkt sagen, ja, mich kannst du jetzt hier als Sorcerer, mich kannst du hier als Zauberer mieten. Das sind Doktoren, das sind studierte Menschen. Das heißt, diese ganze Ausbildungsgeschichte da draußen läuft auf die Geschichte hinaus, dass die Leute, die sich mit Okkultismus beschäftigen, immer mehr werden in den akademischen Kreisen, weil sie halt merken, sie kommen damit weiter.
Es geht sich ja nur um reinen Luziferismus, es geht sich ja um reinen Egoismus. Und da sind natürlich alle Mittel recht, um halt einen Grad zu erlangen oder halt auch und dann halt später in diesem Leben erfolgreich zu sein. Und das muss man in diesen Kreisen wirklich beobachten und wirklich sagen, das sind nachher die Leute, die sich mit solchen okkulten Sachen beschäftigen. Die Okkultisten, die arbeiten nicht mehr wie vor 100 Jahren im Verborgenen, die kommen jetzt alle ganz raus. Die haben jetzt hier in der Endzeit ihre Hochphase und das werden die Leute sein, die ihre akademischen Ausbildungen und ihre akademischen Grade dafür benutzen werden, um Menschen wie wirkliche, wahre Christen zum Beispiel nachher abzuurteilen. Das meine ich so, wie ich das sage. Die Becca zum Beispiel, Becca Tanas, die hat dieses Buch geschrieben, die roten Bücher von C.G. Jung und J.R.R. Tolkien. Ja, da könnte man jetzt auch reingehen, habe ich aber nicht gemacht, weil ich A, dieses Buch nicht gelesen habe, aber es beschäftigen sich ganz viele Menschen mit dem Herrn J.R.R. Tolkien, beispielsweise unten drunter J.R.R. Tolkien und C.S. Lewis, die okkulten Übertöne, Overtones, gibt ja auch ein Overtone-Window, um zu gucken, was auch geht gerade im Zeitgeist, ja, in ihren Schriften, also die okkulten Obertöne in ihren Schriften. Interessant. Also es gibt eine ganze Menge Leute, die dann wirklich sagen, nee, also da stecken ganz andere Dinge hinter. Ob die jetzt tatsächlich im Golden Dawn gewesen sind oder im anderen Orden, wir wissen, sie sind also auf jeden Fall in verschiedenen Vereinigungen gewesen. Aber das ist gar nicht das, was so wirklich interessant war. Interessant wird es jetzt gleich erst. Dieser Herr Wes Pendrell, ja, hat über den Herrn Tolkien, der dann da mit seiner Pfeife sitzt, hat er geschrieben, es gibt obvious links, also es gibt offensichtliche Verbindungen zwischen Tolkiens imaginärer Welt und der okkulten Lehren von verschiedenen Geheimgesellschaften. Wenn du den Herrn der Ringe gelesen hast und Silmarillion und so weiter besonders, dann weißt du genau, worüber ich rede. Mein erster Kontakt mit Tolkiens Welt war 1968 durch eine europäische Radiostation, da steht alles nur oben drüber, die präsentierte eben den Hobbit in einer Sommerserie. Es war gut produziert mit verschiedenen Stimmen für verschiedene Charaktere und so weiter und so fort. Ich war total fasziniert. Ein ganzes 3D-Szenario wurde in meinem Kopf gespielt, für mich war es sehr real. Und so weiter und so weiter. Durch meine Teenagerjahre, steht unten drunter, war Tolkien ein großer Teil meines Lebens und als er 1973 erst gestorben war, also in dem Jahr, wo The Wicker Man gedreht worden ist, ne, also dachte ich, die Welt musste zu einem Ende gekommen sein. Und diese ganzen Meisterstücke, die er geschrieben hat, obwohl The Silmarillion war ja nicht verendet worden, die waren also unheimlich gut. Sein Sohn hat später eben genau diese Sachen vervollständigt und in 1977 wurde es dann wohl augenscheinlich dann veröffentlicht. Tolkien war ein Professor in der englischen Sprache und ein wunderbarer Geschichtenerzähler, kein Zweifel besteht darüber. Und lange bevor ich irgendetwas über Okkultismus wusste, hatte ich also das Gefühl, dass Teile seiner Story irgendwie wahr waren. Und gab es mal eine Mittelerde und so weiter und so fort. Und Tolkien hat das eben als das alte England beschrieben. Und einiges davon kann Spekulation sein, aber es ist immer noch sehr interessant, sich darüber zu debattieren und sich darüber auszutauschen. Und er sagt jetzt hier in dem nächsten Part, Sauron, of course, also Sauron, das Auge, ein Auge ist natürlich Satan, / Lucifer mit seiner okkulten Macht. Und Gandalf ist ein Mitglied einer Gemeinschaft, genannt The Wizard's Council, also der Rat der Zauberer, das eine Geheimorganisation darstellt, Geheimgesellschaft mit magischen Ritualen und esoterischer Weisheit. Also, interessant, geht schon los. Also das ist jetzt noch nur die Einleitung, dass man halt sieht, dass andere Menschen auch sagen, also der Mann, das ist nur okkult, diese ganzen Geschichten mit Zauberei und Hexenkunst und Drachen und so weiter, was alles in den Herr der Ringe kommt. Also das ist so ein Zuhauf von Zufällen. Das kann jetzt irgendwie nicht wirklich jetzt ein Zufall sein. Gut, dann müsst ihr zur nächsten Seite unten bitte, bis da drin steht, war Tolkien ein okkulter oder ein christlicher Schriftsteller? Die Christen sind gesplittet in zwei Lager, wenn es sich um die Bücher von Tolkien geht. Das eine Lager sagt, es sind allegorische Links zwischen dem mystischen und der biblischen Geschichte oder Wahrheit. Und das andere Lager sagt eben, ach, die okkulten Sachen, die da eben gemacht werden, sind im Lord of the Rings. Das ist einfach nur, um die Leute zu verführen und in die Irre zu leiten und um Gott und von Gott weg und in die okkulte Szene rein. Ja, und natürlich haben viele Menschen Probleme mit dem Begriff Christen, weil die halt einfach denken, das hat irgendetwas zu tun mit dem Glauben an irgendeinen Gott. Aber er meint jetzt hier, Tolkien war absolut, wurde definiert als ein Christ. Ja? Und das kann nicht sein, weil als Christ hätte er natürlich diese ganzen Sachen nicht geschrieben. Naja,
Er sagt jetzt weiterhin, Satan, also Satan, hat Tolkien benutzt und seine okkulten Serien sehr, sehr erfolgreich gegen die Verlorenen oder die professionellen Berufschristen und so weiter verteidigt. Tolkien wurde definiert als ein Christ, muss ja nur umändern, denn Tolkien wurde definiert als ein Katholik und du bist richtig, ja? Ja, mach das dann doch. Wo hier Christ steht, muss Katholik stehen. So einfach ist das. Muss man den Leuten immer wieder mal sagen. Dann mache ich den Satz nochmal neu um die Uhrzeit. Ja, nee, muss ich ja nicht. Ich weise jetzt darauf hin. Das kommt ja nochmal. Ja, ja. Im nächsten Absatz kommt es ja nochmal. Dass die Leute selbst begreifen, wenn du hier aus diesem Text Christ sagst, aus diesem Text, dann muss man immer Katholik darunter verstehen. Das ist nur, um die Leute da mal eben dran zu erinnern. Die müssen auch ein bisschen selbst mitdenken. Deswegen muss das jetzt nicht zurück machen. Machen wir weiter. Ja, also natürlich ist jetzt hier Christ gleich Katholik unterstrichen Ausrufezeichen. Und er hat eben dann der Herr Tolkien auf der nächsten Seite in seinen persönlichen Briefen, hat er also sein Interesse für okkulte Praktiken dann eben dann auch bezeugt. Gut, also es gibt also wohl auch gute Zauberer, wie beispielsweise den Gandalf und so weiter. Und jetzt geht's los. Tolkien once told a Jesuit friend. Ja? Tolkien hat einmal einem jesuitischen Freund gesagt, The Lord of the Rings, der Herr der Ringe, ist natürlich eine fundamentale religiöse und katholische Arbeit. Das religiöse Element wird absorbiert in die Geschichte und den Symbolismus. Leute, die eben den Tolkien verteidigen, sagen, er war ein strenger roman-katholischer, also römisch-katholischer und deswegen ein Christ, was natürlich falsch ist. Ne? Und diese Menschen sollten mehr über römischen Katholizismus und speziell den jesuitischen Orden lesen. Ja? Diese sogenannten religiösen Gruppen sind nichts als Frontgruppen für die Illuminati. Ich habe das jetzt extra durchgestrichen oder grün gemacht, ja, weil die Frontgruppe ist natürlich nicht die Illuminaten. Ja. Aber es gibt hier dann eben die Frage, challenging question. The power that is currently, also ich sag mal in Deutsch, die Macht, die im Augenblick die politischen Ereignisse kontrolliert im Hintergrund, um eine Ein-Welt-Regierung zu kreieren und den Weg freizumachen für den sogenannten Antichrist, der natürlich schon längst in der Welt ist. Ja, challenging question. Was Tolkien actually also a Jesuit in secret? Also, die herausfordernde Frage ist, war Tolkien wirklich ein Jesuit im Geheimen oder in Verkleidung? Jetzt warte mal eben. Den Satz, den du gerade eben vorgelesen hast, da kann man nicht einfach so drüber lesen und das so stehen lassen. Die Macht, die heute die politischen Gegebenheiten in dieser Welt oder Ereignisse lenkt, aus dem Hintergrund heraus, um eine Ein-Welt-Regierung zu formen und den Weg für den Antichristen frei zu machen. Da kann man nicht einfach so drüber gehen und sagen, von ja, der Antichrist ist schon in der Welt. Das heißt mit anderen Worten, dass diese Literatur, nenne ich es mal, wie zum Beispiel hier Herr der Ringe, aber auch das, was auf der anderen Seite ist, wo wir ja Endor auch her haben, Krieg der Sterne und solche Dinge, dass das alles geschrieben ist in Bezug auf die futuristische Antichristenlehre, die Verneinung, die Abstreitung, Jesus Christus hat die 70. Jahrwoche von Daniel erfüllt, die Zukunftslehre eines zukünftigen Antichristen. Das heißt mit anderen Worten, das sind alles Agenden, das sind Mittel, um die Agenda des Futurismus voranzutreiben, um die Leute vom wahren biblischen Verständnis, dass das Papsttum schon immer der Antichrist war, ist und sein wird, bis Jesus Christus zurückkommt, wegzubringen. Da kann man in dieser Sendung, wenn wir auch nur ein klein wenig mal uns an die Bibel konzentrieren wollen, über diesen Satz nicht so weggehen. Dieser Satz ist unglaublich wichtig. Den hättest du eigentlich in ganz fett blau anstreichen müssen, weil blau ist für Wahrheit, ja, aber dass man darüber fällt, dass sie hier die antichristliche Agenda vorantreiben. Das heißt, mit anderen Worten, wenn wir jetzt mal eben zurückschauen, wir sind hier bei der 218. Sendung, wenn wir jetzt mal eben zurückschauen, dann sehen wir, dass hier wir zu einem Höhepunkt kommen, um euch im Grunde zeigen zu können, dass alles in dieser Welt, was durch die satanische Medienagenda benutzt wird, dazu gebraucht wird, um euch Futurismus einzuindoktrinieren, um euch Futurismus zu akzeptabel zu machen in eurem Glaubenssystem.
Weil, wenn sie dann sagen von, ja, mal guck mal, diese Filme haben ja sogar Bezug auf die Bibel, ne? Wie wir am Anfang gesagt hatten hier mit Endor, was ja auch in der Bibel vorkommt, hat ja Bezug auf die Bibel, dann ist das ja wahr. Aber hier wird der Weg für den Antichristen freigemacht, der Antichrist ist doch schon längst in der Welt, das weiß nur keiner mehr, weil er die Bibel nicht mehr liest. Also ein unglaublich wichtiger Satz. Dieser Satz ist im Grunde eine Legitimation für 218 Sendungen. Das möchte ich mal jetzt mal eben ganz grob so sagen. Ja? Ich finde das unglaublich wichtig, was hier steht. Ja, ich habe den in der englischen Lesung gar nicht benutzt, weil ich auf andere Punkte hinaus wollte, aber es ist ja schön, wenn das hier auch so weit steht. Weil wir leben ja in einer Welt des universalen Betrugs, ne? Um mal jetzt mit den Worten von Eric Arthur Blair zu sprechen. In der Zeit des universellen oder in einer Welt des universalen Betrugs ist es natürlich eine Revolution, um die Wahrheit zu sprechen. Und wir sprechen die Wahrheit, wenn wir unsere Aussagen basieren auf der Bibel. Das einzige Wort Gottes, das hier in dieser Welt ist, das Wahrheit ist. Alles andere, alle anderen Bücher kannst du alles vergessen. Alles mehr oder weniger Lüge, vom Menschen geschrieben, falsch. Das Herz des Menschen ist falsch von Anfang an. Wer kann es wissen? Steht geschrieben in der Bibel, ja. Also wir müssen immer alles an der Bibel messen. Deswegen haben wir uns das ja auch auf die Fahnen geschrieben, wenn wir hier mit Stunde der Wahrheit diese satanische Gender-Agenda erst, dann Musik-Agenda, jetzt Medien-Agenda machen. Entschuldigung, dass ich so weit aushole, aber hier kommt das wirklich zu seinem Höhepunkt. Wenn hier in diesem Satz eben nur steht, dass die Kraft, die im Augenblick die politischen Ereignisse kontrolliert, aus dem Hintergrund heraus, um eine Weltregierung aufzustellen und den Weg für den Antichristen zu machen. Das ist unglaublich wichtig zu verstehen, dass wir dann hier, weil es eben den Antichristen schon längst gibt, biblisch, in der Wahrheit, dass wir es hier alles mit der futuristischen Agenda zu tun haben. Mit anderen Worten, mein Plädoyer an ein Ende zu bringen, kann man sagen, dass die ganze Medienagenda nur dafür da ist, um Futurismus in die Köpfe der Menschen einzupflanzen. Ja, und gleichzeitig noch einen zweiten Punkt. Wenn ich natürlich eine Ein-Welt-Regierung habe, hat das auch den Hintergrund, dass man eventuell gegen einen gemeinsamen Feind kämpft. Und wer der ist in 2021, dürfte dann nach außen hin klar sein. Aber wer der eigentliche Feind ist, für eine Einweltregierung. Das ist den meisten nicht klar. Und das ist derjenige, der wirklich auf dem weißen Pferd sitzt. Das ist nämlich dann Jesus Christus. Naja, es geht ja hier um das Errichten einer Einweltregierung in dieser materiellen Welt gegenüber der Einweltregierung, die Jesus Christus hat mit seiner Braut. Ja, genau. Das ist ja im Grunde das alles auf einen Nenner gebracht, zusammengebracht. Genau. Aber ich, wie gesagt, ich finde diesen Satz, und ich werde ihn jetzt mal eben farblich anstreichen mit deiner Erlaubnis, unglaublich wichtig. Der ist also für mich fast der Höhepunkt der ganzen Sendereihe. Wenn man ihn richtig versteht. Und wenn man ihn in der richtigen Farbe auch nimmt. Ne? Naja, ich mache ihn jetzt blau, weil blau steht für die Wahrheit. Ja. Ja. Und natürlich pave the way for the Antichrist, den Weg für den Antichristen zu machen, ist natürlich eine Lüge. Aber da geht es im Grunde drum. Das ist die Wahrheit, dass das die Agenda ist. Das ist der Hintergrund der ganzen satanischen Medienagenda. Um den Weg für einen falschen, futuristischen Antichristen und damit gepaart, noch viel schlimmer, einen falschen Christus, der wiederkommt, um die Welt darauf vorzubereiten. Jesus ja. Christus hat gesagt, ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr habt mich nicht akzeptiert. Ein anderer wird kommen in einem Namen, den der Vater ihm nicht gegeben hat und den werdet ihr annehmen. Und da geht es hier genau drum, dass die ganze Welt durch diese eine Weltregierung einen anderen Christen akzeptiert, als den, der in der Bibel vorhergesagt ist. Ja, und dafür müssen wir nur einen gemeinsamen Feind haben. Und in den 80ern hätte der gemeinsame Feind vielleicht dieses SDI-Programm von Ronald Reagan sein können, wo man sagt, da kommt eine außerirdische Invasion. Und heutzutage hat aber die ganze Welt nur ein Problem. Und das heute ist das ein Virus, ne? Ja. Genau. Das von allen anderen Problemen ablenkt. Ja. Entschuldigung jetzt für meine Tirade, aber das musste wirklich mal sein. Alles gut, wie gesagt, wir können auch hier unendlich hereingehen in diese ganzen Geschichte, weil wir wissen natürlich, dieser Mann hat ein ganz anderes Wissen. Der ist englischer Professor, hallo. Ja, der ist Elite. Er ist kein normaler Schriftsteller, der Herr Tolkien. Also gehen wir mal weiter. Dauert jetzt noch ein bisschen, bis die Auflösung kommt. Aber ich denke, die Auflösung könnt ihr euch jetzt schon teilweise denken, was da jetzt noch kommt.
Also ich lese das jetzt nicht alles vor, weil ich will jetzt letzten Endes jetzt hier gar nicht so weit jetzt nur jemanden wieder zitieren, sondern ich habe noch ganz andere Quellen gefunden. Ne? Natürlich hat der Autor jetzt hier recht, das ist ja gar keine Frage. Ne? Das ist ja gar keine Frage. Natürlich ist er ein okkulter Schriftsteller. Natürlich ist das so. Meine Güte, der schreibt da über Drachen und über Hexenkönige und so weiter und so fort. Und ob das jetzt hier alles so wirklich wichtig ist, wage ich auch zu bezweifeln. Es gibt da andere, die sich mit sowas beschäftigen, aber ich nicht unbedingt. Ich beschäftige mich mit anderen Dingen. Es gibt halt einfach bei Tolkien einen ganz komischen Symbolismus, beispielsweise mit diesen Säulen. Und da ist er natürlich nicht der Einzige, sondern letzten Endes, Tolkien wäre angeblich ein frommer Christ gewesen. Und deswegen, stopp, 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 das ist gar nicht so. Als frommer Christ habe ich nicht so eine Fantasie, ne? So eine Fantasie, die beispielsweise auch von den Freimaurern sein könnte. Ja, aber das ist ja eh übergreifend. Ne? Das ist ja völlig egal. Du kannst ja Mitglied in verschiedensten Orden sein. Er ist ein treuer Katholik. Wenn wir das Wort ja, Christ durch Katholik ersetzen, ja, dann stimmt der Satz vollständig. Natürlich, aber es wird noch viel schlimmer. Da steht auch, the most Freemasons are Christians. Ja, ist klar. Ne? So, also Tolkien's Gate und the Freemasonic Arch. Ja, also von daher, das ist alles genau dieselbe Geschichte. Ne? Das ist immer genau dasselbe. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Ne? Wie gesagt, es kommt gleich etwas, was viel, viel interessanter ist. Ne? Ja, ist alles immer dasselbe. Ne? Für mich ist einfach wichtig zu wissen, der Herr Christopher Lee, wenn er da drin spielt, dann hat das Ding natürlich irgendeine katholische Agenda. Ne? So, vielen Dank, Herr Andy Lloyd, für Ihre sehr interessante Analyse. Aber es geht noch weiter. Also man kann auch da Sachen jetzt an Golden Dawn beispielsweise ausrichten, was ich jetzt nicht tue. Ja, und das ist natürlich jetzt hier alles genau dasselbe. Das ein Auge von Sauron ist natürlich genau das halt Auge von Horus, das Auge von Lucifer oder das Eye of Providence und wie es alles heißt in dem Film. Jeder, der den Film kennt, kennt dieses eine Auge. Der Herr Tolkien und der Herr C.S. Lewis, beide Schriftsteller, waren beide Oxford-Professoren und Mitglied einer Society unter den Universitäten-Professoren namens die Inklings. Tja, und das war ein Treffpunkt eben, wo man eben dann so Bücher beschreibt und eben seine Arbeit und so weiter diskutiert und so weiter. Das ist halt ganz normal, dass man halt eben dann in irgendeiner Art und Weise jetzt dann halt da sich trifft. Ne? Und ein sogenannter Bill Cooper ist hier benannt, der eben gesagt hat, der neue Bund, The New Covenant, ist eben kein Titel von Tolkien und Lewis, aber über die Illuminati und ihren Glauben. Also es gibt viele Menschen, die sich da wirklich hinter Tolkien hinterher klemmen. Und nochmal, ich bezweifle auch, dass der Christopher Lee ihn einfach so in einem Kneipe getroffen hat. Ich glaube, da sind noch ganz, ganz andere Hintergründe. Mhm. Und C.S. Lewis hat ja Bücher geschrieben über Narnia und Fantasy World und so weiter und so fort. Das sind also alles jetzt keine normalen Schriftsteller. Das sind also Leute, die die also eben dann schon in hohen Diensten stehen. Ne? Der Hauptsatz von der Herr der Ringe geht: Ein Ring, um sie zu beherrschen, ein Ring, um sie zu finden, ein Ring, um sie alle zu bringen in die Dunkelheit und sie zu binden. Ein Ring. Mhm. Tolkien war ein frommer römischer Katholik. Er hat mal beschrieben den Lord of the Rings zu seinem Freund, einem englischen Jesuitenpater namens Robert Murray, als ein fundamentales religiöses und katholisches Werk. Unverdächtig am Anfang, aber halt weitergehend, je mehr man sich da reinkniet, ne? Wenn man da eben... Da haben wir Bestätigung von dem, was ich gerade über die Agenda des futuristischen Antichristen gesagt habe. Und hier sind wir jetzt bei Jesuits in Britain. Ein fundamentales religiöses Werk der römisch-katholischen Kirche. Und ja. Nichts anderes ist Futurismus der größte Betrug seit dem Garten von Eden. So, da ist er. Ja, der jesuitische Pater Robert Murray, 90 Jahre alt geworden. Frater, also ne, ist dann Vater sozusagen. Ja, er, the grandson, es geht ja um ihn jetzt hier, den jesuitischen Pater, the grandson of Sir James Murray, der Gründer von des Oxford English Dictionary ist. Das ist ja schon mal eine Referenz.
he was received into the Roman Catholic Church. This conversion is said all to be partly due to his friendship with the Tolkien family. Also diese Umwandlung in den katholischen Glauben, diese Konvertierung, ist eben dann auch teilweise gewesen wegen der Freundschaft mit der Tolkien-Familie. Robert had the responsibility, also er hatte die Verantwortung, um eben Manuskripte und so weiter Probe zu lesen, die ihm von J.R.R. Tolkien über den Herr der Ringe gegeben wurde. Er hat die jesuitische Sozietät 1949 dann da geentert, also dann er trat 1949 in die Gesellschaft Jesu ein, ja, und hat seine ersten Gelübde 2 Jahre später abgelegt. So, und nach seinen normalen Studien der Philosophie und der Theologie in Heathrow in Oxfordshire und dann eben seinen Lehren im St. Ignatius College in Stamford Hill wurde er also eben dann als Priester dann eingesetzt im Jahre 1959. Ja. Und dieser Mensch hat den Herr der Ringe Probe gelesen und war mit der Tolkien-Familie befreundet. Da haben wir doch keine Fragen mehr, oder? Wird aber noch besser. Wird noch besser. Geht dann gleich weiter. Tolkien, seine Studien, seine Mythen, seine Zitate und seine jesuitischen Führer. Da er eine Menge von positiver Propaganda oder Public Relations vom Vatikan und den Jesuiten und anderen heidnischen Weltführern erhalten hat. Hm? Tolkien was a Jesuit and the details prove it as seen below. Tolkien war ein Jesuit und die Details, die beweisen das, wie man hier sieht. Tolkien hatte die Möglichkeit, nach Exeter in London zu gehen und wurde fast rausgeworfen, bis er den Professor der Sprachen für Griechisch und Römisch und der nordischen Mythologie, Mr. Wright, kennengelernt hatte und hatte dann eben eine Mitgliedschaft aufgrund seiner Liebe zu den Mythen und auch aufgrund seiner dämonisch inspirierten Elfen- und Fantasiesprachen. Aber seine Studien wurden interrupted, also die wurden also dann unterbrochen durch die Vatikanischen Kreuzzug namens den Krieg, der alle Kriege beenden sollte, also im Ersten Weltkrieg. Na, allein schon diese Aussage fand ich ja dann doch schon sehr interessant. Mhm. Aber noch interessanter, als wir mal ganz vorne anfangen, da hat nämlich gerade was geskippt, was ich nicht skippen wollte. Guck mal da oben, was da steht, fand ich sehr interessant, ganz, ganz oben. Noch ein bisschen. Jonathan Roy Tolkien was born, also er wurde geboren in Südafrika zu einem gut beschäftigten Bankfamilie, die eben mit dem Vatikan und dem Rothschilds Bankensystem in Südafrika verbunden waren. Er wurde geboren im Jahre 1892 und sein Vater starb, wo er nur 4 Jahre später. Seine Mutter hat ihm seinen kleinen Bruder nach Birmingham in Großbritannien dann halt auch da bewegt und hat sich dann eben drum gekümmert und auch die wohlhabende, dank ihrer wohlhabenden Familie mütterlicherseits. Das hat sich geändert, als seine Mutter konvertierte in den katholischen Glauben im Jahre 1900. Die Familie hat dann die finanziellen Bande sozusagen dann durchtrennt. Die Seiner Mutter katholischer Vater hat also dann geholfen, um einen Platz zu finden, auch zu finden, wo es ihnen dann besser geht. Aber der Gesundheitszustand von J.R.R. Tolkiens Mutter wurde immer dann schlimmer und sie ist dann nur 4 Jahre später dann gestorben. Jetzt waren sie Waisen, ja. Jetzt waren sie Waisen. Die zwei Waisen waren jetzt in der Obhut der Katholiken und wurden dann eben untergebracht in den Heimen der Verwandten und der Internate. Und wer die systematische katholische Sendung gesehen hat über den katholischen Kindesmissbrauch, der weiß, wozu so etwas führen kann, ne? An der katholischen Schule haben sie noch 3 andere Jungen begegnet, die dann später ihre besten Freunde geworden sind. Und sie haben dann untrennbare Bünde geschlossen oder die Fellowship, die eben die Gemeinschaft der TCBS, T-Club und Barovian Society. Einfach nur mal so. Und dann geht die Geschichte eben los, dass er dann eben dann in Oxford dann war und dass er dann eben den Professor getroffen hat, der Sprachen, die Griechisch, Römisch,
oder romanisch besser gesagt jetzt hier, und der nordischen Mythologie, den Herrn Mr. Wright. Ja, und dass er dann eben eine Mitgliedschaft bekommen hat durch seine Liebe der Mythen und auch seiner dämonisch inspirierten elfischen und seine Fantasiesprachen. Und seine Studien wurden dann eben unterbrochen durch den Vatikanischen Kreuzzug namens den Krieg, um alle Kriege zu beenden, also im Ersten Weltkrieg. Ja, wo der, hier steht das World War One, als sie dann eben jede jüdische Person, die sie dann bekriegen konnten, dann eben ermordet haben und jeden Protestanten und jeder andere auch, der eben dem Weg von Rom gestanden hat, ne? Der denen im Weg gestanden hat. Ja. Hier werden also hier Bücher benannt, beispielsweise The Vatican's Holocaust und solche ganzen Geschichten hier. Aber der Vatikanische Kreuzzug war auch aber ein... Mal eben eine Frage, ist das dann nicht eigentlich Weltkrieg II, über den das geht? Ja, das habe ich ja eben gesagt. Ich sage ja auch, Weltkrieg II müsste es ja dann eigentlich sein. Ne? Ja, genau. Ich bin sicher, wenn es hier über Vatikans Holocaust geht, muss das Weltkrieg II sein, also kann nicht eins sein. The Demonic Fantasy Books, also dämonische Fantasiebücher und so weiter, die eben bei Satanisten, mythologischen und theosophischen und so weiter weltweit dann auch natürlich dann sehr populär sind. Ne? Das ist ja gar keine Frage, da kommen halt Drachen vor, und da geht es um Macht, da geht es um Unterdrückung, da geht es um auch die Verherrlichung des Bösen, ne? Gar keine Frage. Es gibt Menschen, die glauben, dass der Herr besessen worden ist, steht ja drin. Ne? Also, show that he was demon-possessed as a young boy, probably thanks to a Jesuit Catholic Priest. Was eben der viele Christen total konfus macht über Tolkien, ist, dass wenn er dann schreibt und behauptet, er würde in Jesus Christus glauben. Ne? Aber J.R. Tolkien kennt die Bibel nicht und für ihn gibt es nicht wirklich, wirklich richtig gut oder richtig schlecht. Ne? Das ist ein Mythologe hier, der hat eben den Gott der wahren Liebe und so weiter dann halt auch verneint. Und Wahrheit ist eben völlig irrelativ, beziehungsweise relativ für sie. Ne? Moment, da muss ich nochmal eben zwischenkommen. Der Satz oben in Rot, was viele Christen verwirrt über Tolkien, ist, dass er behauptet, in Jesus Christus zu glauben. Das ist ja richtig. Das wird auch jeden Christen verwirren, der nicht begreift, dass römischer Katholizismus nicht Christentum ist und dass der Jesus Christus der römisch-katholischen Kirche nicht der Jesus Christus der Bibel ist, sondern der Jesus Christus des römischen Katholizismus aus der Babylon-Mysterienreligion. Der Tammuz, der wiedergeborene Sonnengott, der Ex-Mann, der gestorben ist und dann Sohn geborener von der Semiramis, die Himmelskönigin. Ja? Das muss man vielleicht mal eben kurz darauf hinweisen. Die schreiben hier so einen Satz einfach rein, aber erklären dann nicht bei, wo das herkommt. Weil Katholizismus eben kein Christentum ist und weil der Jesus Christus der Bibel ein anderer ist als der Jesus Christus der römisch-katholischen Kirche. Also wenn er Jesus Christus zitiert, wenn er behauptet, dass er in Jesus Christus glaubt, das tut er. Aber er glaubt nicht in den Jesus Christus der Bibel. Er glaubt nicht in den wahren Jesus Christus. Er glaubt in den... wie man in Englisch so schön sagt, Counterfeit, ja, den falschen Jesus Christus, der aus der babylonischen Mysterienreligion kommt. Das wird wohl auch das gewesen sein, wo Bill Cooper in seiner Babylon-Mysterien-Religion-Sendung drauf einging. Ja, der war ja vorhin erwähnt worden hier, ne? Der Bill Cooper. Mit Babylon-Mysterien stand da auch irgendwas mit bei. Der hat ja da eine 54-teilige Serie drüber gemacht, damals in Hour of the Time. So. Wollte ich nur mal eben dazu sagen. Also das mit dem Jesus ist gar nicht so verwunderlich, wenn man es richtig versteht. Das ist ein wichtiger Punkt. Die zweite Kategorie ist seine Verteidigung der Lügen des Vatikans. Hier gibt es drei Zitate. Und das eine Zitat beispielsweise steht jetzt hier drin. Für mich ist die Kirche oder was der Papst eben dann als das bestätigte Oberhaupt dieser Erde dann eben behauptet, das ist... das, was ich dann immer als heiliges Sakrament verteidigt habe. Und das gibt mir die meiste Ehre und das ist eben dann an höchster Stelle. Ja, also alleine jetzt hier schon den Papst zu benennen, ist die Acknowledged Head on Earth as a Chief und so weiter und so fort. Da ist klar, der ist absoluter Katholik. Insofern, als das da unten das Grüne ist. Ne? Next quote, nächstes Zitat aus Tolkien, der eben die falschen... Lehren des Vatikans dann verteidigt. Ich weiß genau, was du meinst, was die Bedeutung ist des Gebotes der Gnade. Und natürlich bei unserer Referenz an unsere Dame, unsere Frau, Our Lady. Damit meinte natürlich Maria, ne? Queen of Heaven. In ihr ist mein Verstand von Schönheit und majestätischer Macht und Einfachheit gegründet. In der römisch-katholischen Lehre der unseren
Frau, ja, Maria, Himmelskönigin. Ja. So, das heißt der Satz. Ja. Wollte ich dir nur helfen. Ja, danke, ich bin hundemüde, wie gesagt. Ich habe ja schon die dritte Lesung heute und wir haben jetzt 12 Uhr nachts, also ich versuche das noch eher zu Ende zu kriegen. Aber das nächste lassen wir jetzt auch weg, weil ich denke, die validen Punkte sind klar. Da könnte ich jetzt jede 500 Zitate, die hier in der Lesung drin sind, machen wir einfach weiter. Dann sind wir echt, sonst wären wir nie fertig. Ne? Also jetzt geht es hier um den Herrn J.R.R. Tolkien, der natürlich, was ist, klar, ne? CBE. Ne? Der war Professor des Angelsächsischen und so weiter, Professor der englischen Sprache, auch während des Krieges. Ja? Ein enger Freund von C.S. Lewis. Und 1972 ist er dann Commander of the Order of the British Empire geworden. Mhm? Klar. Aber was gibt es jetzt noch? Gibt es jetzt noch irgendetwas, was da jetzt kommt, was interessant ist? Ja, das kommt auf der nächsten Seite. Das ist wirklich interessant. Dann gucken wir mal, wie gläubig dieser Mensch gewesen ist. Das habe ich nämlich extra rot gemacht und da steht auch ein Bilder dabei. Ja? Also sogar auf seinem Todesbett oder während seines Todes hat er immer noch um seine Mythen gekämpft und genau und mit wie seiner geliebten und ähnlich denkenden Ehefrau. Tolkien hat den mythologischen Elfennamen Lúthien unter ihren Namen geschrieben und hat auch den mythologischen Elfennamen Beren unter seinem Namen auf seinem Grabstein geschrieben. Ja? Also die beiden haben eben ganze Menge mit Mythologie am Hals gehabt. Und sowas schreibe ich doch nicht, wenn es mir nicht wichtig ist. Also hat er doch die ganze Zeit mit Mythologie zu tun gehabt. Ne? Und ob das ein Templerkreuz ist, was da drauf ist, das weiß ich auch noch nicht. Aber ich weiß ja, dass er mit Jesuiten zu tun hat. Unten drunter seht ihr den Beweis. Der Beweis ist ein Roman von J.R.R. Tolkien, der heißt Beren and Lúthien. Damit haben wir es dann natürlich dann auch. Ne? In Zusammenfassung, J.R.R. Tolkien war ein Satanist, der eben Satans Mythologie seinen ganzen, alle Tage seines Lebens gelebt hat. Und er war sehr, sehr komfortabel unterwegs in dem vatikanischen jesuitischen System, denn die ist gebaut aus Mythologie und heidnischen Traditionen, was ja absolut stimmt. Babylon. Ja? Und Tolkien war einer der top-katholischen Führer, der eben studiert hat, etwas studierte angeblich hier für die Priesterschaft und so weiter, und wurde dann eben Jesuiten geschult und während des Krieges war er in Frankreich und dann zurück in Oxford und so weiter, genaues weiß man nicht, ne, aber er war eben an dem jesuitischen College in Marquette University, hat er eben auch dann seine Papiere dann auch da gemacht und hat auch immer dann verteidigt und so weiter und er hat zumindest jesuitisch gedacht, ne, drückt man mal so aus und war ein Mythologe und hat dann also auch ein ganz, ganz komisches Verständnis gehabt. Und jetzt kommt die letzte Auflösung. Ne? Ein tiefer Verweigerer von Jesus Christus und ein Liebhaber von Satan und seinen Lügen. Ja, wenn ich mich natürlich nur mit solchen ganzen mythologischen Kram und Drachenlegenden und solchen ganzen Sachen dann halt beschäftige und damit mein Geld verdiene. So, und jetzt kommt Stonyhurst College, die älteste Jesuitenschule Englands. Die älteste Jesuitenschule der Welt liegt in Lancashire, einer der attraktivsten Landschaften Englands. In einem Klassenzimmer der denkmalgeschützten Architektur schrieb J.R.R. Tolkien zeitweise an seiner Trilogie Herr der Ringe. Das steht offiziell auf der Seite von Stonyhurst College. Ja, das bin nicht ich, der sich das ausdenkt. Das steht da absolut drin. Das ist die Hauptseite vom Stonyhurst College. Ja, die werben mit J.R.R. Tolkien. Es geht noch weiter. Es gibt auch Seiten wie The Telegraph beispielsweise, co.uk, wo dann draufsteht hier, die dann zum Beispiel fragen oder sagen, J.R.R. Tolkien trained as a British spy. Naja, ich meine, wenn ich Jesuit bin, dann bin ich eh schon ein Spion, ne? Im Zweiten Weltkrieg. Tja, es gibt ja wohl nichts, was es nicht gibt. Und was da jetzt genau stimmt und was der jetzt genau gemacht hat, ich weiß halt nur, dass er also mehrere Tage im Londoner Hauptquartier im März 1939 war und 6 Monate vor Ausbruch des Krieges und er war halt Professor der englischen Literatur. Der war kein normaler Schriftsteller. Er war kein normaler Schriftsteller. Und das ist eben das, was uns in dieser Welt immer erzählt hat, wenn alles passiert mit Zufällen. Ne? Da hat mal hier jemand etwas falsch verstanden und plumps war die Mauer nicht mehr zu. Die Menschen stürmten die Mauer. Ja, die können nur die Mauer stürmen, wenn da keiner im Weg ist und kein Panzer steht, richtig? Plötzlich hatte Herr Schabowski dann auch rein zufällig dann irgendeinen falschen Befehl unfreiwillig genommen. Ne? So ein unfreiwilliges politisches Symbol war das halt, ne? Der Herr Schabowski. Unglaublich. Das glaubt man dann auch. Ne?
Man sollte viel, 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 viel kritischer werden im Denken. Kann alles nachprüfen, auch die Dinge, die ich jetzt hier sage. Wie gesagt, ich habe hier jetzt auch nur Sachen zusammengetragen, aber definitiv ist wohl, dass er jesuitische Freunde hatte und er war halt auch ein nicht gerade unbedeutender Lehrer und Professor auf einem College. Ne? Da hat man eh schon ganz andere Verbindungen. Ne? Ja? Und deswegen, das ist egal, wo du dir anguckst und so weiter, zum Abschluss dieser Christopher Lee-Reihe auch, bitte bleibt kritisch. Ja? Glaubt wenig, hinterfragt alles. Und denkt selber, wenn ihr solche Symboliken seht, dann wisst ihr schon ganz genau, das ist irgendetwas Fieses folgt da jetzt. Das hat jetzt hier nichts mit Menschenfreunden oder irgendetwas anderes zu tun. Nur Liebe empfinden Satanisten auch. Und auch der jetzt hier, der jetzt erzählt hat, es gäbe einen Ödipus-Komplex, dass also auch immer das gegengeschlechtliche Elternteil sexuell begehrt worden wäre von Kindern. Also hallo, es gibt Leute, die haben so ein krankes Gehirn. Ja, aber die werden heutzutage als normal bezeichnet und denen folgt man danach, deren Lehren. Deswegen ist ab heute oder schon seit längerer Zeit oder eigentlich schon immer, ist eben Christentum eine mentale Krankheit. Nicht Geisteskrankheit, sagt man. Ja, oder eine Geisteskrankheit, ja. Also nicht diejenigen, die jetzt hier Nächstenliebe und alles propagieren, das sind die völlig Irrationalen, das sind die Bekloppten. Ja, die Leute sind bekloppt, wenn die an die Bibel glauben, ja. Weil da diese satanische Welt natürlich im Fahrwasser von Satan funktioniert, glauben die Menschen natürlich, dass sie genau das Richtige tun, weil ja alle dasselbe tun. Und diese Gefahr wird jetzt auf uns zukommen, dass eben religiöse Fundamentalisten im nächsten Bild, die werden eben dann behandelt als Geisteskranke. Wobei wir eben mal darauf eingehen müssen, hier der Artikel ist genommen über die Diane Reedy, die ja damals im Kapitol in Amerika aufgetreten ist, an das Rednerpult gegangen ist und gesagt hat, diese Nation wurde nicht von Christen gegründet, sondern von Freimaurern, das ist alles eine große Lüge. Die wurde danach von ihrem Mann in eine Anstalt gebracht. Aber ihr Mann ist, soweit ich das recherchiert hatte, damals auch noch aufgetreten, war kontrolliert und Diane Reedy war sowieso kontrollierte Opposition. Also, um eben dann einen solchen Artikel verantworten zu können, das muss man eben dazu sagen. Ne? Also der Artikel ist soweit richtig. Ne? Die Überschrift, Christentum ist jetzt eine Geisteskrankheit, aber da haben sie halt die Diane Reedy und ihren Mann zu missbraucht, um diese Agenda rauszubringen. Und ich habe auf meinem Kanal noch ein Video, jetzt komme ich nicht auf den Titel, wie das genau heißt, ich habe damals ein Video gemacht zu der Sache von Diane Reedy. Mit dem Hausstenografen. In Englisch dauert ungefähr eine Viertelstunde. Ich konnte damals nur Viertelstunde lange Videos machen. Aber da gibt es ein Video zu. Und du kannst ja vielleicht den Link hier einblenden oder in die Beschreibungsbox machen, wenn wir das später mal raussuchen nach dieser Sendung, dass Leute sich das anschauen können. Also, der Titel ist absolut richtig. Christentum ist eine Geisteskrankheit. Aber die Diane Reedy und ihr Mann wurden dazu missbraucht, um diese Agenda zu machen. Das ist kontrollierte Opposition, um diese Agenda vorzutreiben. Und kurzer Ausflug noch, du erinnerst dich an mein Video, das ich gemacht habe über die Georgetown-Universität, wo dieser Militärmann ja auch gesagt hat, dass eben fundamentale Christen eben zu den Menschen gehören, die ausgerottet werden müssen in dieser Welt. Ne? Also selbe Agenda. So, und jetzt gehen wir bitte weiter bei dir. Ja, das ist dieselbe Geschichte, ne? Eine Neurowissenschaftlerin sagt auch, dass religiöse Fundamentalisten und so weiter oder religiöser Fundamentalismus behandelt werden könnte als eine Geisteskrankheit. Hm? Alles völlig normal heutzutage. Und auch Papst Franziskus beschreibt eben ideologische Christen als eine ernsthafte Krankheit in der Kirche. Also darfst keine Ideologie haben. Du musst letzten Endes dem Wort des Papstes gehorchen, aber du darfst eben keine Ideologie haben, also auch keine eigenen Gedanken. Ja, und das war es jetzt erstmal zu Christopher Lee. Mir reichen 38 Sendungen, um wirklich zu sehen, egal wo es um katholische Propaganda geht, um Blutvergießen geht, um Konvertiere oder Stirb geht, über Adelsgeschlechter geht, über Drachenorden geht, über Krieg geht, über Unterdrückung geht, über Zwangsumsiedlung geht, egal wo es geht. Egal, ob es jetzt um christliche Lieder geht oder also antichristliche Lieder geht, also über Charlemagne geht, über Karl den Großen geht, über Rasputin geht, egal wo ich reingehe in den Mann. Ich habe noch nie jemanden gefunden, der so offen gegen
christliche Werte verstößt wie dieser Mensch in seinem Leben. Es ist unglaublich, also wirklich, also ihr habt da ja wirklich 38 Folgen jetzt ausgeharrt. Vielen Dank dafür und ich wollte eigentlich auch gar nicht so viele Folgen machen, aber je mehr man da reingeht, desto mehr sieht man auch das System, dass also egal, was in dieser Welt nach vorne kommt und weiterkommt und reich und berühmt wird, ja, immer nur deswegen reich und berühmt wird, weil eben da entweder die katholische Kirche, die Jesuiten oder ihr verwandte Organisationen dahinter stehen. Ob du jetzt in den J.R.R. Tolkien reingehst oder ob du jetzt in den Orden des Drachen bei Dracula reingehst, egal wo du jeweils reingehst, in den Geheimdienst, in Lord of Misrule und so weiter, du hast immer nur Mythologie und du hast nie die Wahrheit und du hast letzten Endes nur in dieser Welt die Möglichkeit, entweder wirst du halt eine große Household Name, eine große Nummer, wie jetzt eben hier der Christopher Lee, oder du bleibst halt einfach ein ganz normales, ja, ein ganz normales Individuum, ein ganz normaler Folger von Jesus Christus. Beides zusammen geht nicht. Je höher du bist in dieser Welt, desto mehr musst du eben dem Antichristen frönen, der schon lang in der Welt ist. Der Geist des Antichristen ist schon jetzt am Wirken, sagt Johannes. Und das war es jetzt in 38 Folgen, Christopher Lee. Mir raucht der Kopf und ich bin froh, dass wir das Thema jetzt durchhaben, dass wir jetzt auch mal wieder Platz im Kopf haben für andere wichtige Themen. Aber das war jetzt eben kein Schauspieler, der eben noch Schauspieler gemacht hat. Ihr habt jetzt gesehen, der Mann ist zu Hinrichtungen gefahren, der wusste, wer wo wann hingerichtet worden ist, der hat Sachen gemacht, Propaganda für Karl den Großen. Ich weiß gar nicht, wo ich da überhaupt alles mit anfangen soll. Wir haben so viele Folgen über ihn gemacht und egal was es ist, ja, der Mann hat wirklich nur das Böse verherrlicht in seinem Leben. Und deswegen habe ich mir, beziehungsweise der Jörg, hat sich auch genau dieses Foto ausgesucht, wo er dann direkt seht, egal ob der grinst oder nicht, ja, aber er hat immer Diabolisches im Sinn. Immer. Egal, was der gemacht hat, ob er den Lucifer gespielt hat, zusammen mit Sammy Davis Jr. Also, wir haben so viele Folgen gemacht und immer ist es dasselbe. Und es kann doch nicht wahr sein, dass nach 38 Folgen wirklich noch ernsthaft Menschen glauben, dass der nur ein Schauspieler ist. Der ist deswegen so gut und deswegen so berühmt und deswegen noch so weltbekannt, weil er letzten Endes genau das verkörpert, was er immer gewesen ist. Nämlich letzten Endes ein treuer Diener der römisch-katholischen Kirche. Denn nicht umsonst hat er sich Charlemagne Productions genannt. Nicht umsonst ist er letzten Endes gegen einen sogenannten frommen, wirklichen Christen in The Wicker Man vorgegangen. Und so weiter. Ich kann mich jetzt nicht mehr an alle 38 Folgen erinnern, aber da kommt eine Menge zusammen. Ne? Vielen Dank für eure hingebungsvolle Treue und ich hoffe zu versprechen zu können, dass ich nie mehr 38 Folgen über irgendjemanden mache, höchstens über die Bibel. In diesem Sinne, lest eure Bibel. Und Maranatha. Who knows us?